Ich fahre heute den Kia X-Seat. Das ist sozusagen der große Bruder vom Kia Seat. Ist ein Crossover, also eine Mischung aus SUV, Kompaktwagen und ein bisschen Coupé ist auch mit drin. Vor allen Dingen am Heck. Das gucken wir uns jetzt gleich als erstes mal an. Die Designer haben dem X-Seat eine schön flachstehende Heckscheibe gegeben, also der Coupé-Teil des Autos. Das sieht schnittig aus, kostet unter normalen Umständen natürlich Stauraum, aber durch die größere Außenlänge kann der X-Seat tatsächlich sogar mehr einladen als der normale Seat. 426 Liter passen hier so rein, das sind 31 mehr als beim Seat. Und wenn man die Rückbank umlegt, dann werden 1378 draus. Das ist schon ganz ordentlich für einen Kompaktwagen. Das Platzangebot im X-Seat ist genauso groß wie im normalen Seat. Ist ja auch kein Wunder, der Radstand ist identisch. Aber ist auch kein Problem, ist nämlich reichlich Platz hier. Der Sitz hier vorne ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,75 und es gibt hier noch ordentlich Puffer. Auch nach oben hin habe ich noch reichlich Platz. Also ist eigentlich ganz schön komfortabel hier. Ich bin jetzt unterwegs im Kia X-Seat mit 1,4 Liter Benziner. Turbomotor hat 140 PS, fährt sehr angenehm, laufruhig, ist kräftig genug fürs Auto. Ja, der federt ganz ordentlich, der X-Seat. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem bei SUVs, aber da der nicht ganz so hoch baut wie andere und dadurch auch nicht ganz so viel Gewicht oben ist, geht er ganz gut in die Kurven. Man muss ihn nicht allzu straff abstimmen, damit er sich nicht zu sehr neigt. Also das Fahrwerk ist sehr gut gelungen. Lenkung, Kia-typisch, bisschen leichtgängig. Nicht allzu gefühlvoll, aber man kann schon einigermaßen damit um die Kurven zischen. Im Innenraum werden sich Seat-Fahrer sehr zu Hause fühlen, denn der unterscheidet sich eigentlich fast nicht vom normalen Kompaktwagen hier. Einziger größerer Unterschied, das Infotainment-System. Das hat jetzt einen deutlich größeren Bildschirm als noch im normalen Kompaktwagen. Und es hat ein paar mehr Online-Funktionen, also ist ein bisschen moderner geworden. Ganz neu und das erste Mal in einem Kia vorhanden ist das voll digitale Instrumentendisplay. Es hat schön scharfe Anzeigen, sieht schick aus und man kann natürlich sehr viel hier vorne anzeigen lassen, ganz viele Fahrinformationen, also ist schon praktisch, kostet natürlich Aufpreis wie fast überall. Ja, der X-Seat ist ein klassischer Crossover, ist also ein bisschen SUV-ig, ist trotzdem ein Kompaktwagen, hat gegenüber dem normalen Seat den großen Vorteil, er bietet ein bisschen mehr Platz bei ein bisschen gewachsener Außenlänge, also eigentlich nicht so schlimm, man kommt in der Stadt immer noch gut damit zurecht. Und weil SUVs nun mal so beliebt sind und so gerne gekauft werden, denke ich, dass Kia an dem X-Seat hier noch eine Menge Freude haben wird.